She's praying to a God who won't talk back. Her faith is dying, the tears are signs she's going off track. Praying to a God who won't talk back, won't talk back. Down on her knees here, praying to a God who won't talk back. Hey. Mama believed that the devil had a dress on. Hi Tischtennisfreunde, heute gehen wir der Frage nach, ob es mehr Sinn macht, im Trainingsspiel das Trainierte zu üben, was man davor gemacht hat, oder auf sie zu spielen. Es hat beides nämlich Vor- und Nachteile. Beim trainierten Üben festigst du eben das Trainierte. Also du machst zum Beispiel Balleimerübungen, versuchst deine Rückhand zu verbessern. Von vielen ist ja die Rückhand eher die Schwäche. Das ist auch wichtig, die zu verbessern. Gerade wenn du noch zum Beispiel hast am Samstag gespielt, dann ist es auch wichtig, dass du am Dienstag oder Mittwoch oder Montag noch was Neues trainierst oder ein bisschen die Technik verbesserst. Und dann zum Wochenende hin kannst du dann eher in dieses Wettkampfspiel einsteigen. Also eher in dieses wirklich das Turnieren, was du im Wettkampf spielen willst. Im Trainingsspiel dann aber solltest du auf zwei Sachen achten. Oder meine Tipps sind zwei, ich habe zwei Tipps für euch. Einmal ist es eben wichtig, dass du dich verbesserst, also dass du ein bisschen was Neues probierst, dass du den Gegner vielleicht mal anschubst lang oder dass du eben was Neues machst, was du eben sonst nicht so gemacht hast, das aber nicht übertreibst. Also dass du dann denkst, okay, 10% zum Beispiel veränderst du, als du sonst machst. Also du spielst immer nur mal dein eigenes Spiel, du schubst vielleicht viel, du blockst viel, spielst immer so ein bisschen das Gleiche und 10% vom Trainingsspiel sollten eigentlich immer etwas Neues sein. Weil einfach einen anderen Aufschlag, also 10% sind ja von 10 Bällen ist ein Ball. Also machst du im Ansatz ungefähr zweimal was Neues. Mal einen anderen Rückschlag, mal einen anderen Aufschlag, mal versuchst du die Rückhand weiter vorne am Tisch zu spielen. Aber zwei Bälle sind nicht viel. Und so verlierst du eben auch den zweiten Aspekt oder meinen zweiten Tipp nicht aus den Augen. Nämlich das Gewinnen wollen im Trainingsspiel. Denn wenn du dich im Trainingsspiel hängen lässt und nicht gewinnen willst, dann fällt es den meisten schwer, auch im Wettkampf wirklich zu gewinnen. Viele unterschätzen das nämlich. Die denken, ja okay, jetzt mache ich ein bisschen langsamer, weil am Wochenende ist ja das Spiel und dann spiele ich da richtig und dann gewinne ich schon. Aber im Endeffekt, wenn du immer nur 70% im Training leistest, wenn du immer nur zurücksteckst und immer, ja, ich muss mich ja regenerieren und was weiß ich, dann klappt es im Wettkampf auch nicht. Deswegen versuche wirklich, im Wettkampf gewinnen zu wollen. Freund von mir, der ist Bundesligaspieler und bei dem, egal gegen welchen Gegner er spielt, ob der jetzt im Training, ob der jetzt besser ist als er, schlechter, völlig egal, er lässt sich nie hängen und spielt immer auf Sieg. Also er wird immer das Spiel gewinnen. Klar probiert er mal was aus, ist auch wichtig. Aber es geht um diese Grundeinstellung, diese Mentalität, dieses Gewinnenwollen. Und wenn du die hast im Training, dann hast du auch dieses Siegergehen im Wettkampf. Deswegen meine zwei Tipps. Ganz einfach und schnell, versuche im Trainingsspiel das Turnier zu üben. 10% sind so ein guter Richtwert, 10-20% was Neues im Wettkampf, im Trainingsspiel. Die zweite Komponente ist dann eben, versuchen zu gewinnen. Das ist ganz einfach, wenn du immer versuchst zu gewinnen, dann setzt sich das in deinem Körper und in deinem Geist, im Kopf wirklich fest. Du trainierst sozusagen den Gewinnermuskel. Und das ist wirklich wichtig für uns Tischtennisspieler, denn nur so können wir auch komplett fokussiert im Wettkampf sein und lassen das Spiel nicht einfach so hängen. Sonst, wenn du das Spiel eben oder den Wettkampf im Trainingsspiel hängen lässt, wenn du bei, keine Ahnung, steht 2-8 und auf einmal, ja klar, dann stecken sie da noch an. Deswegen ist es auch ein bisschen wichtig, so Anreize zu schaffen. Im Trainingsspiel dann vielleicht mal um eine Packung Gummibärchen zu spielen oder mal um 5 Euro. Oder einfach mal ein bisschen einen Anreiz zu setzen, dass man eben gewinnen muss oder gewinnen will. Oder der Nächste, wer den Satz verliert, der gibt ein Bier irgendwie in der Kneipe am Wochenende aus nach dem Spiel. Irgendwie ein Anreiz, der eigentlich, wo keiner verlieren will, weil niemand will dem anderen was spendieren. Und dann eben diese Wettkampfsituation ein bisschen nachgespielt wird. Deswegen sind meine zwei Tipps, die ich an euch habe heute. Ich wünsche euch alles Gute, abonniert am besten den Kanal und wir sehen uns dann morgen wieder.